going on right now? Servus, grüß euch. Hier ist der Olli, das sind wir am Times Square. Gerade noch auf der Seite von New Jersey gewesen. Ich hoffe, ihr habt den Film gesehen. Wenn nicht, dann schaut noch rein. Und jetzt sind wir hier. Die amerikanische Fahne hat wieder all ihre Streifen. Silvester, da hatten sie ein paar dieser Streifen zugedeckt. What's going on? Da drüben ist das Hard Rock Café, da gibt es einen Messi Burger, der ist super Messi, ne? Und der Messi, der kriegt da so viel Kohle dafür. What's going on? Und hier habt ihr einen Megablick. Das ist einmal ein Blick, oder? Ich meine, schaut euch das an hier. Wahnsinn. Vor dem weißen Streifen und vor dem roten Streifen. Geniale City! Ihr seid gerade live mit Holiday Tours. Mittlerweile bin ich von dem, was die Gäste sagen, der bestbewertete Guide in der Stadt. Yippie! Danke euch! Danke, dass ihr immer fleißig auf meine Touren mitkommt. Ob die nun live gestreamt sind oder ihr live dabei seid, ist auf jeden Fall eine geile Sache, oder? Und wer schon mit dabei war, kann gerne einen kleinen Kommentar reinschreiben, dass die, die es noch nicht wissen, wissen, was abgeht. Good morning America, sage ich da nur. Da sitzen sie drin, ne? Und machen ihr Morgenfernsehen. Ganz spannend, was da drin abgeht. Manchmal sind da irgendwelche Superstars da und manchmal nicht. Und da drüben sitzt der junge Mann und wartet auf seinen Einsatz. Schon geil, oder? So. 2-3 Meter gehen wir noch. Da vorne ist die Olli-Dedus Kamera. Da muss ich jetzt ins Fernsehen. Na, vielleicht komme ich ja heute noch ins Fernsehen mit dem Schmidti. Der Schmidti von BLM TV oder so heißt es. Coole Socke. Der ist fleißig in New York City unterwegs. Und filmt gerade immer wieder. Heute geht er, glaube ich, rüber zur Freiheitsstatue. Wettervorhersage für heute war bewölkt, aber wenn ihr hochschaut, merkt ihr, ist ein wunderschöner Tag. Da, 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 da. Ja, und wer weiß, wer weiß, vielleicht Micky, ich freue mich auf dich. Micky Krause. Wir machen wegen Livestream, wenn der Micky kommt, ne? So, marschieren wir noch 2 Meter vor und dann sage ich Servus und Ciao. So schaut es früher morgen aus. Masken werden von ein paar Leuten noch getragen, von den meisten eigentlich nimmer. Kinder, die 5 plus sind und ungeimpft sind, 5 bis 18, kommen mittlerweile auch wieder in Restaurants rein. Ich kann auch wieder mit meiner Tochter zum Essen gehen. Das war ja für eine lange Zeit nicht möglich. Und wenn ihr über den Times Square bummelt, dann findet ihr hier viele Informationen. Zum Beispiel da, schau. Da und da. Anstatt aufs Edge zu gehen, geht bitte ins Peak Restaurant. Wow. Pedestrian Flow Zone. Der nackte Cowboy, der kommt wieder. Ab St. Paddy's Day ist er wieder da. Robert, I miss you, my friend. I gotta be here in Times Square in my underwear. I guess. Ist ein Supermann. Und hat eine super Frau. Robert, you're an amazing guy and you have an amazing girl. Und mein Aufkleber ist auf jeder seiner Gitarren drauf. So schaut's aus. Und da kommt der Radlfahrer. Fahrradtour ist geil. Kann man auch mit mir machen. Jip, jip. So, das war jetzt noch ein kleiner Einblick für euch. Ich sage jetzt Servus und Ciao. Ich treffe mich jetzt mit der Mickey Maus. Da oben ist sie und wartet schon auf mich. Wer jetzt noch 2 Fragen hat, ich schaue jetzt noch mal drauf. Der kann sich gerne melden. Wir haben heute gute 6 Grad, wird 15 Grad. Wird ein geiler Tag. Und ja, bis dann. Viele liebe Leute. Servus und Ciao, sagt der Olli. Lift! Hello! Der Wahnsinn. Wahnsinn! Paramount, ne, sage ich da nur. Und da oben Marriott Marquis, da kannst du dich reinsetzen und kannst was trinken. Und da ist nochmal der Blick in den Süden, hier am Morgen. 2-3 Fragen stellt sie rein.
tut mir einen Gefallen, liked meine Filme, teilt meine Filme in all eure Gruppen rein, das ist ganz schön. Zum anderen, wenn ihr nach New York City kommt, könnt ihr euch gerne unverbindlich melden, kriegt viele Tipps an die Hand, ob ihr nur eine Tour mitmacht oder nicht. Da am besten einfach über WhatsApp melden, +1 201 661 4803. Und davon ist meine Ex-Freundin, ne? Der Wahnsinn. Ich erinnere mich noch so an sie. Und das ist mein Ex-Freund, der Hello. Also dann, macht's ganz gut. Ciao, Pfiati.